Etwa 5000 Menschen werden jährlich in Schleswig-Holstein von Anglern zu Anglern ausgebildet. Auch der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein ist als Berliner Träger des Landes für diese Ausbildung verantwortlich. Der Verband selbst stellt immer höhere Anforderungen an seine Ausbildung. Auf dem Weg dahin ist am 1. Juni eine neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Kraft getreten, die den Koordinatoren der Kreisverbände und interessierten Lehr- und Prüfberechtigten in Neumünster vorgestellt wurde. Das Werk regelt sowohl die Abläufe in den Lehrgängen als auch die Abläufe bei den Prüfungen. Es wurde von einem Arbeitskreis Fischereischeinwesen unter der Leitung von Vizepräsident Boje Lorenz und Bernd Stracke ausgearbeitet. Der Verband geht die Verpflichtung ein, allerdings wird er natürlich diese Verpflichtung auch weitergeben. Er selbst ist ja personell gar nicht in der Lage dazu, das zu machen, sondern er bedient sich der entsprechenden Gliederung im Verband, in den Kreisverbänden und den Vereinen. In erster Linie, das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen meine Handschrift durch, versuche ich mal, oder zumindest durchzubringen, das sind die Vereine. Da ist ja die Basis pur und die Vereine sind auch Nutznießer im Grunde von der Ausbildung, sind dann natürlich auch in besonderer Verantwortung. Neu ist, dass nicht nur Kreisverbände allein die Lehrgänge anbieten können, sondern auch die Angelvereine direkt. Die Koordinatoren stellen sicher, dass in der regionalen Zuständigkeit des Kreisverbandes flächendeckend qualitativ hochwertige Lehrgänge stattfinden. Die Lehrgänge sollen sich verstärkt an den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmer ausrichten. Ja, wir stellen hier heute die neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein vor. Wir haben sie zeitgemäß gemacht, angepasst, in einer Arbeitsgruppe modifiziert. Es ist so zeitgemäß gemacht worden, dass die Vereine mehr davon profitieren. Die Anglerschaft, die Kreisverbände, die Vereine, der Landesverband. Es sind verschiedene Dinge beschrieben, die zu einer Stärkung führen, eine Stärkung des Prüfungsausschusses zum Beispiel. Der Prüfungsvorsitzende hat also ein bisschen mehr zu sagen und alles klarer und eindeutiger geregelt. Wir haben uns ja schon so gedacht, Wichtig ist auch die Bestellung neuer Lehr- und Prüfbefähigter. Sie sollen nach der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung von den Koordinatoren der Kreisverbände ausgewählt und durch geeignete Ausbildungsmaßnahmen für ihre Tätigkeit befähigt werden. Zentrale Person in den Ausbildungsgängen der künftigen Angler ist der Lehrgangsleiter. Neben der Organisation des Lehrganges sorgt er für eine Zusammenarbeit mit den Angelfachgeschäften vor Ort als Anlaufstellen für Anmeldungen und Bildungseinrichtungen als Anbieter von Lehrgängen. Er sorgt auch dafür, dass sich die örtlichen Angelvereine bei den Lehrgängen präsentieren und so neue Mitglieder gewinnen können. Ja, die Lehr- und Prüfberechtigten sind der erste Kontakt der Angelwilligen, ich nenne sie mal so, mit den Angelvereinen und daher für den Landesverband natürlich extrem wichtig, weil aus diesen Lehrgängen rekrutieren wir unsere Mitglieder und deshalb ist die Arbeit, die hier geleistet wird, natürlich auch extrem wichtig, nicht nur für die Vereine, nicht nur für die Kreisverbände, sondern auch für den Landesverband. Und deswegen bin ich auch heute hierher gekommen, um den Leuten, die jetzt auch diesen Vortrag gehalten haben, die hier mal erzählt haben, was geändert werden muss, was verbessert werden muss, diesen Leuten möchte ich an dieser Stelle recht herzlich danken für ihre Arbeit. Aber auch an die Lehr- und Prüfberechtigten werden künftig höhere Anforderungen gestellt. Eine Verlängerung ihrer Lizenz setzt die regelmäßige Schulung und den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen voraus. Außerdem können sie den Umfang ihrer Lehrtätigkeit individuell gestalten. Sie sollten zwischen 25 und 35 Unterrichtsstunden à 45 Minuten anbieten. Maximal sollten an einem Lehrgang 35 Personen teilnehmen. Damit will der Landessportfischerverband die Qualität seiner Ausbildung nachhaltig steigern. Thank you.